Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei From Zero to Hero und das Ganze natürlich wieder mit unserem Lieblingsduellanten, dem lieben Milo. Hallo. So, lieber Milo. Was ist? Ach, diese Freundlichkeit von dir schon wieder. Mann. So, lieber Herr, hier sagen zwei. Warte, ich muss mich zu Eingangs gleich mal kurz muten. Jo, ich geh mal ins LU. Am Grinsen. Hallöchen. Hallo, das ist sehr Hallo. Schlecht gerade, Manu. Das ist mir doch egal, ich will wissen, welche Arbeit ich habe. Ich will selber erstmal gucken, wie ich bin. Leute. Mich! Oh, wow. Jetzt sind wir bei der Teambesprechung. Ja, kannst du doch gleich weitermachen. Ich bin nur kurz da. Ich will euch nicht beinziehen. Ich bin ein Mann der wenigen Worte. Richtig. Ich kann es echt nicht. Ich hasse das. Ach. Also, wie viel habe ich in Beschäftigung und wie viel habe ich frei? Das wäre so die einzigen Fragen, die ich brauche. Zwei sind beschäftigt. Einer wäre frei. Okay, da muss ich kurz denken. Okay, aber... Ach nee, Joe macht auf jeden Fall noch eine Weile. Basti müsste aber... Ach nee, der zettert, ja. Ich bin aber fast fertig. Ja. Dann würde ich vorschlagen... Habe ich noch Aufgaben offen? Ja. Was denn? 29. Ja, dann soll halt der Erste schon mal da anfangen zu dreschen. Huch. Gut. Alles klar. Jo, das war's, danke. Ja, es obliegt nicht nur mir, ne? Denn der Meiler hat auch Griffin zum Schreiben. Na, aber du hast angekündigt, also musst du auch Start drücken, ist doch klar, oder? Irgendwann mal ins Gras beißen. Du schreibst nicht Start, Junge. Oder stopp. Das stimmt so nicht. Naja, selten. Sagen wir es mal so. Selten. Ja, das ist eine grundlegend andere Aussage. Aber im Kern dasselbe. Nee. Doch. Nee. Unglaublich. So. Frag mich mal, was ich heute gegessen habe. Was hast du denn heute gegessen? Schachtelwirt? Nein. Nee. Rindercarpaccio. Mit Champignons. Also hier, wie es halt ist immer, ne? Mhm. Und Caprese. Oha. Geil, oder? Oha. Weißt du, was Maxi gegessen hat? Frag mich mal, was Maxi gegessen hat. Na okay, da fragen wir mal. Was hat Maxi gegessen? Maxi hat sich ein Menü bestellt. Also wir haben es beim ersten Mal da heute bestellt. Und da gab es so ein Menü, das war Pizza mit Schinken und Spinat oder sowas. Mhm. Dann Salat davor, eine Cola dazu und zum Nachtisch Tiramisu. Tiramisu? Tiramisu. Oh, Tiramisu ist öl lecker. Krass, oder? Muss man das Wobei, das war richtig schlecht. Also das war richtig schlecht. Das war quasi Schlagsahne mit diesen länglichen Keksen drin. Ja. Das war auch kein Alkohol und kein Kaffee und nichts. Ja, richtig komisch. Aber der Rest war super lecker. Na gut, beim Tiramisu dann halt nochmal ein bisschen Verbesserung. Quasi. Ja. Das ist aber... Ja, die Tiramisu muss schon ordentlich sein, ne? Ja. Das muss schon sein. Warte, ich muss noch ganz müden. Jo. So. So, da ist er wieder. Der Zocker, servus. Warum schreibt ihr alle Moin, du Schlinge? Weil du einer bist. Nein, bin ich gar nicht. Doch, bist ein Schlitzohr. Ja, okay, dem kann ich nicht widersprechen. Vor allem, ich habe als Kind Tiramisu gehasst und inzwischen, muss ich sagen, habe ich so ein bisschen Geschmack dafür entwickelt. Eigentlich krass, ne? Was man so als Kind nie gegessen hat. Marzipan, nie. Jetzt? Oh, Marzipan, oh. Bin ich aber, hab ich als Kind nie angerührt. Ja. Das ist absolut. Mein Chef sagt ja immer noch, irgendwann magst du Alkohol. Ich glaube, dass das bei... Nee. Also er sagte, irgendwann erfährst du, was so ein richtig geiler Krabber ausmacht oder was weiß ich nicht und so. Und ich sage, ich glaube nicht, ich wüsste nicht wieso. Was ich mir noch vorstellen könnte, dass ich irgendwann mal auf den Geschmack von Kaffee komme. Stimmt, du trinkst ja auch keinen Kaffee. Ne? Ja, aber das war es auch schon dann. Warum leckt denn das gerade so? Da müsste ich schon wieder jetzt geht's gerade wieder. Unglaublich. Ja gut, aber Kaffee, ich sag mal so, entkoffinierter Kaffee, das schmeckt halt wirklich den Unterschied nicht. Morgen, muss klar. Ich auch lernen, dass man den Unterschied nicht schmeckt. Ne? Der liebe Tino, der hat mir da mal entkoffinierten Kaffee vorgesetzt. Und das mir dann im Nachhinein dann quasi gesagt. Okay. Ja, also du schmeckst keinen Unterschied. Ob das entkoffiniert oder koffiniert ist,
ist wirklich, hätte ich so nicht gedacht. Und es ist ja, man muss sagen, auch besser für die Gesundheit, ne? Für die Pumpe. Ja. Weil ich trinke ja auch sehr gerne Kaffee, zum Beispiel früh 2 Tassen Kaffee, dann über den Tag verteilt, halt auch so 4 oder 5. Mm. Oh, das ist schon Kaffeegenuss vorhanden auf jeden Fall. So alt wie ich bin, jetzt bin, aber Alkohol habe ich noch nie angefasst, siehste, Isa. Noch nie Alkohol getrunken. Hab ich auch einen Kumpel, also der rührt, der hat in seinem Leben noch nicht einmal irgendwie Alkohol angerührt, geschweige denn dran gerochen oder so. Ja, also Schnaps, weil Basti gerade fragt, Schnaps trinke ich wirklich gar nicht mehr, nie. Seit 2016. Erster 2016 war das letzte Mal, Silvester, als ich Schnaps getrunken habe. aber gezielt. Also ich habe mich da nicht umgeballert, sondern ich habe gesagt, so, zu Neujahr höre ich auf. Aber was dann halt passiert ist, mal beim Männertag oder mal bei meinem Junggesellenabschied, bei meinem besten Kumpel im Garten, da habe ich dann halt mal Bier getrunken. War schönes Veltins aus dem Fass. Oh, geil. Fassbier. Da konnte ich dann nicht wieder stehen. Aber Schnaps auf gar nie nicht mehr. Ja gut, Schnaps ist halt auch immer so eine Sache, ne? Was ich da gern trinke, ist Absinth, aber das ist ja mehr so. Küstennebel. Das ist halt. Kennst du Küstennebel? Ist das nicht auch Absinth? Küstennebel kenne ich, aber kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Also so involviert bin ich da auch nicht in der Szene. Ich kenn's halt noch, wir haben halt früher Berufsschulzeiten, war halt, gab's immer Weizen und Absinth. So, das war immer so die Standardvariante am Abend. Ne? Ordentliches Abendessen noch dazu in der Pension und dann halt wirklich Weizen und Absinth reingeschlürft. Mm-hmm. Das war schon in Ordnung. Bacardi Cola habe ich viel getrunken damals. Das war so auch mit eins meiner Getränke. Oder Goldi Cola. Oh, da schüttelt es mich jetzt, wenn ich drüber nachdenke. Goldi Cola. Das geht auch immer. Da gab es in Miami in Hildburghausen oder in Römhild, Alter. Trippeldecker-Night. Goldi-Cola. Das heißt, du hast in einem Weizenglas Goldkrone-Cola bekommen. Drei Portionen halt. Alter. Uff, das waren Abende. Hui, Maria. Ja, die waren feucht fröhlich. Ja. So mit 16, 17 mit Mutti-Zettel da reingerümpelt und dann nur stracke wieder heimgehumpelt. Das waren Zeiten, meine Fresse, ey. Gute alte Jugend, wo ist sie hin, Manu? Wo ist sie hin? Die sind beide zu. Beide Miamis sind zu inzwischen. Gibt's nicht mehr. Krass eigentlich, ne? Ja. Ist das so schon... Ja gut, es ist halt, du musst halt immer sehen, ne? Wie hält sich das Ganze oder wie kann sich das Ganze halten? Ist halt immer so eine Sache. Mhm. Aber ich muss mal ganz kurz zum LU runter switchen. Jo, mach das. Da hast du recht, Howie. Stimmt. Küstennebel ist Anis-Schnaps. Das stimmt. Ich dachte nur Anis und... Anis und Absinth ist das gleich oder so. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Da hast du nie einen Fuß reingesetzt. Ja gut, wenn du kein Alkohol trinkst, macht das auch keinen Sinn, Esa. Das waren schon geile Abende. Das waren schon echt geile Abende. Da erinnere ich mich gern dran, auch wenn ich es jetzt nicht mehr machen würde. Jägermeister. Ja, das war meine letzte Katastrophe, Jägermeister. Schnaps macht gut und dumm. Dumm und aggressiv. Ja, wobei aggressiv bin ich nie geworden durch Alkohol, das muss ich sagen. Aber ich bin auch grundsätzlich kein aggressiver Typ. Bin da nur müde geworden oder so. Aber aggressiv nie. Zutraulich. Mutig. Ich hab dann angefangen zu tanzen, was ich nüchtern nie gemacht hätte. Mist, das muss gedingst werden. Ist mir das egal oder wollen wir das mal machen? Ich glaube, es ist mir egal. Milo ist tief entspannt, ja. Anhänglich, ja, anhänglich. Dann, aber ganz voll. Als dann vielleicht, weil dann hatte ich nicht mehr die Manier, die war. Es hat dann ausgesetzt. Dann hatte ich nicht mehr so das Gespür für den Moment, ob es jetzt anhänglich ist oder ob noch alles im Rahmen ist. Dann kann es schon sein, ja.
Schade, ich hätte euch mal ein Bild gezeigt. Es gibt noch ein richtig nices Bild, wo ich voll bin. Aber da ist meine Frau mit drauf, das kann ich nicht machen. Da war ich auch 17 oder so. Nee, Quatsch. Kann gar nicht sein. Unglaublich. Da ist er wieder? Nee, da war ich schon ein paar 20. Puh, 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 puh. Wo ist die Jugendzeit hin, Holzbest? Du mit deinen zarten 19 Jahren musst sowas noch fragen. Ach, das ist Balsam für die Seele, ne? Das muss man schon sagen. Zarte 19, Junge. Zarte 19, wer? Puh. In Zeller, oha, im Relais. Da hast du aber weite Wege auf dich genommen. So, da ist er wieder. Nitram ist natürlich auch mit da. Servus und hallo. Nee, Nitram haben wir noch nicht gekauft, aber das werden wir dann gleich machen. Denn die Abstimmung ist ja dahingehend entschieden worden. Deswegen werden wir uns dann gleich was gönnen. Vielleicht verkaufen wir vorher noch was. Aber erstmal müssen wir sehen, dass wir die Felder leer bekommen. So. 25 bist du, oder? Jupp. Zack, zack. Ich bin ich. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Immer vorsichtig mit dem Umgangston. Zack, zack. Bei zack, zack schalte ich eher noch einen Gang zurück. Willst du ja was von denen, nicht andersrum. Ja, aber dennoch, sag ich mal, gibt es auch gepflegte Umgangstonformen und die sollte man schon pflegen. Oder nicht? In Viernau, Alter. Top 3, da war ich tatsächlich nie. Ach, verdammt. Parkcafé Ilmenau war auch ganz geil. Aber da war ich tatsächlich nur einmal, wo Gestalt aber geil dort war. Da waren die noch ein kleines Licht. Stört aber geil, ja? Mhm. Habe ich die im Parkcafé Ilmenau, haben wir die da mal besucht und da waren die noch gar nicht so bekannt wie jetzt. Was wie die sich eigentlich auch entwickelt haben, ne? Ja. So, das ist halt geil, ne? Wollen einen Abfahrer haben auf der 25 und fahren aber mit dem Abtankrohr zur Frucht. Das kriegen die nicht richtig. Das ist immer wieder dasselbe. Aber okay, es ist unglaublich. Bleibt, da müssen wir mal eine Schulung stattfinden. Was denn? Kann mal ein Moderator von Excel anflüstern, bitte? Was meinst du denn, Digi? Was willst du? Schreib's doch einfach. Oder Waldmarie. Ne, hieß die Waldmarie oder in Oberhof? Meine Fresse, das war auch ein Laden. Machen wir kurz mal, du. Oh. Doch, Waldmarie war das. Die Waldmarie in Oberhof, ja. Milchschuppen hoch 10. Milch. Also da gab es Milch. Richtig gute Vollmilch, 3,8%. Wenn du reinkamst, gab es erstmal Begrüßung, ein Glas Milch. Ja, hat mich nicht so umgehauen. Jen, die Bilder vom 22er. So, da ist er wieder. Yo. Oh. Little Joe. Das schöne Thema GTA, bevor wir angefangen haben mit aufnehmen. Ja. Wir hatten ja so die Thematik, Luca schreibt, also Luca ist halt besorgt, ne, um dich. Und zwar, da stellt sich die Frage, ist Milo GTA-süchtig? Nein. Ah, nicht. Also ist alles noch im grünen Bereich quasi bei dir. Verständlich. Unglaublich. Nee, das ist schön, muss man sagen. Das ist echt schön. Weil du hattest ja vor uns auch so gesagt, dass ich dann doch so wie soll ich sagen, die Intention zur Richtung GTA entwickelt. Was? Nö. Nicht. Ich werde nicht für deinen Folgentitel sorgen. Nicht. Also den Folgentitel habe ich schon, Junge. Ja, weil halt die Zuschauer auch immer sich wünschen, GTA, du spielst ja wirklich nur noch GTA und es ist halt aufregend, sich da was aufzubauen, ne?
Das fesselt halt. Ja, man muss halt, man schlüpft ja in eine Rolle, ne? Das ist ja ganz klar. Und wir wissen ja alle, GTA-technisch, die Entfaltung ist halt schon nochmal komplett anders, auch RP-technisch. Ja. Und da ist dann schon ein gewisser schmaler Grat, wie ich es vorhin schon mal erwähnte, oder? Könnte ich mir vorstellen, dass man dann nicht nur noch also GTA spielt, oder? Wie verhält sich das bei dir? Ja. Also ich spiele ja sowieso, wenn ich am PC bin, bin ich ja, entweder mache ich eine Aufnahme oder ich bin live. Das heißt, ich entscheide ja nur noch bedingt, was ich spiele. Also selbst. Ja. Weil ich es halt meiner Community überlasse. Ich meine, die müssen es ja auch angucken. Also denke ich mir, jo, dann wünscht euch halt was. Also ich mache dann halt Vorschläge, ganz viele. Mhm. Und es ist halt immer wieder GTA. Und dann, ja, ist es schon so, dass man eigentlich hauptsächlich noch nur noch GTA spielt. Hm. Ja gut, ich sag mal so, es ist ja auch immer so, das, was einem selber Spaß macht, das soll man ja auch mitzocken, ne? So. Ja. Und das merkt ja dann auch die Community. So, das ist ja dann sehr dann schon klar. Aber ich finde halt dennoch, es ist halt, man sieht es halt auch so, bei dem einen oder anderen, sage ich mal, GTA kann einen schon einnehmen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das stimmt, freilich. Ja. So. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, ist ja auch verständlich, weil dadurch, dass man in GTA in eine Rolle schlüpft, die man quasi spielt, kann man ja in GTA mit der Rolle natürlich auch etwas machen bzw. tun, was man ja im Real Life nicht könnte, ne? Ist ganz klar. Oder nie machen würde, ne? Muss man heute auch dazu sagen. Ich kann dann halt endlich mal einen spielen, der kein Geld hat. Weil. Du hast doch Penunzen. So. Oder nicht? Stimmt. Oder bist du eine arme Kirschenmaus? Nee. Ja, aber es ist halt. Man kann sich ja auch entwickeln. Ne? Und ich sag mal, das Geile ist ja da auch, du hast halt so viele Charaktere, also RP-Charaktere, die da aufeinandertreffen. Das stimmt, ja. Wo du ja auch von vornherein nicht weißt, in welche Richtung geht denn das oder was hat der Gegenüber eigentlich vor oder so, ne? Ja. Das ist halt schön das Geile, das verstehe ich halt auch. Das macht mir auch sehr Spaß. Und ja, du hattest recht, wo du vorhin sagtest, pass mal auf, wenn sich das bei mir dann so immer mehr entwickelt, gebe ich recht, streite ich auch nicht ab, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mir kribbelt es auch in die Finger, sehr. Wobei bei dir ist ja noch gut, ich sag mal so, dein Etablissement wird ja erst gebaut. Du hast es ja noch nicht. Stell dir mal vor, wenn das erstmal da ist. Ja, das ist ja schon da. Dann wird es ja, ja, aber. Ich muss es ja käuflich erwerben noch. Ja, aber auf dem neuen Server. Nee. Ach, auf dem alten ist es auch schon. Nee, auf dem alten ist es noch nicht, aber auf dem alten ist es so in der RP-Richtung, dass das halt käuflich erworben ist. Ja. Und das logischerweise auch auf dem neuen Server dann da, dass man es halt auch nutzen kann. Ne? Ja. Also da sehen es dann die Zuschauer dann auch zum ersten Mal, wie was und wo. Und dann kristallisiert sich ja dann auch immer mehr die Rolle heraus, in welche Richtung der Char quasi geht. So, da einfach. So, und das ist halt schon geil, muss man sagen. Ne? Macht halt auch Laune. Ja. Machen wir gleich in der Pause. Bedanke ich mich für alles, meine Lieben. Ja, GTA ist halt immer so eine Sache. Ich sag mal, die es gespielt haben oder selber spielen, die werden es halt auch wissen und verstehen. Na? Man muss ja dazu sagen, du bist ja bei GTA ein bisschen länger dabei wie ich. Na? Das ist ja auch Fakt. Ja. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo du auf anderen Servern oder auf einem anderen Server in der Mine immer so. In der Mine, Alter, ja. Ah, mit der Mule. Mit der Mule. Ah, Junge. Homestate. Ah, das war schon gut. Das leckt gerade wieder ein bisschen. Ja, es ist schon wieder. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch der Autosave, ha? Huh? Wenn das so phlegmatisch immer mal kommt und dann wieder weg ist, könnte der Autosave sein. Aber ist auch neu. Ja, aber wir haben ja auch heute wieder jeder drei Alola, ne? Das natürlich auch, ne? Das muss man auch sagen. Das ist schon wieder gut ausgeschöpft. Mhm. So, die ganze Sachlage hier.
Limbalem. Ah. Die Jenny schreibt, ich wusste immer nicht, was ihr meint und jetzt zeige ich es selber gern. Ja, siehst du, ne? Das ist halt so eine Sache. Anni, servus und hallo, schön, dass ihr da seid. Ja. Nidra, kann ich mal fragen, hat Milo schon was von dem Haus gehört oder Thematikhaus? Ja, es ist vorbei. Das Thema ist durch, ne? Das Thema ist durch, habe ich abgesagt, ja. Wir haben die Finanzierung nicht so schnell wie auf einmal der Verkäufer sie haben wollte hinbekommen. Das hätte aber auch keine Bank hinbekommen. Innerhalb von 4 Tagen eine Hausfinanzierung aufzustellen. In Corona-Zeit. What? Ja. 4 Tage? Ja. Das ist aber urheftig. War krass, ja. Wir waren ja am Donnerstag, am Sonntag dort, da letztes Mal. Und da hat er gesagt, okay, wir nehmen dein Angebot auf. Ich lasse das jetzt noch 1,5 Wochen drin stehen im Exposé. Ja. Und dann melde ich mich, was die Angebote sagen. Ja, und dann lasse ich 2 Tage später gemeldet. Ja, ich habe die Angebote vorlegen, wollte noch was. Dann habe ich hin und her telefoniert und dann hat er irgendwann gesagt, ja, ich bräuchte bis Montag, also bis jetzt nächste Woche Montag eine Entscheidung. Eine Finanzierungsbestätigung. Da habe ich gesagt, die Bank hat gesagt, wir brauchen da 2 Wochen für. Ja, und ihr wollt doch nicht irgendwie Aufschub oder so, oder? Nö, er hat gesagt, er hat halt 2 Finanzierungszusagen. Von 2 anderen Interessenten, Familien. Ah, okay. Und die kann er nicht so lange warten lassen, ja. Ja, ist ja gut. Die Seite kann man auch verstehen. Ja, oder? Total. Also habe ich auch zu ihm gesagt. Ja, ist halt so. Ist kein Ding. Er hat halt gesagt, ich kann jetzt nicht den absagen und ihr sagt mir dann, warum auch immer in 2 Wochen, ja, hat nicht geklappt mit der Finanzierung. Dann ruft ihr an und sagt, war ein Spaß. Ihr könnt es doch haben. Ja, ne, klar. Und andersrum kann er sie jetzt nicht 2 Wochen hinhalten und dann sagen, jo, sorry, ist weg. Nee, das stimmt, das ist halt, da muss man die Seite auch verstehen, das ist halt schade, weil es wäre halt echt schön gewesen. Wäre ein krasses Haus gewesen, ja. Ich habe es ja auch schon mitgesehen und ja. Ja, wirklich, schönes Häusle, muss man sagen. Ja. Aber gut, hat vielleicht auch nur größeren Sinn, ne? Vielleicht wartet das Haus noch, weißt du, wie ich meine? So. Ja, ja, alles passiert von Grund und so und bla, ja, ja. Ja, genau, so. In diesem Sinne, schöne Überleitung. Es gibt alles einen Grund, deswegen ist die Folge auch schon wieder vorbei. Und der Grund ist, weil 22 Minuten vorbei sind. Das Zusammenspiel und deswegen, meine Lieben, Thema Zusammenspiel, ne? Der liebe Milo steht unten in der Videobeschreibung. Ich bin krass heute, Junge. Ja, krass, Überleitungsking. Und ein Däumchen da lassen und wer noch nicht abonniert hat, natürlich auch sehr gerne ein Abo. Und ja. In diesem Sinne sind wir erstmal raus und sagen Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.